Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video! Wir kommen so langsam zum Ende der PHP 3 Album Reaction. Heute mit unterwegs Bones MC und Raf Camora. Ja, wie ich schon sagte, 10 geile Songs, ein schlechter. Für mich. Ja, meine Meinung. Oder ein nicht so starker, schlecht ist er jetzt nicht, aber nicht so starker. Unterwegs. Ist es wieder die Rückkehr zu richtig geilen Songs oder nicht? Wir werden sehen. Let's go. Boah. Das ist PHP. Das ist PHP-Sound. Verzeih mir, wenn ich gehe. Ich weiß, es tut dir weh. Muss tun, was ich zu tun hab. Ich schreib dir von unterwegs. Verzeih mir, du wirst sehen. Eines Tages bin ich raus. Kauf uns beiden dann ein Haus. Und auch wenn du mir nicht glaubst, please verzeih mir, wenn ich gehe. Ich weiß, es tut dir weh. Muss tun, was ich zu tun hab. Ich schreib dir von unterwegs. Verzeih mir, du wirst sehen. Eines Tages. Also es hört sich unfassbar geil an, ne? Aber irgendwie kommt mir das schon ein bisschen bekannt vor, so vom Rhythmus her mäßig. Ja, es kommt halt nur bekannt vor, ne? Nicht, dass irgendwie was nachgemacht wird, aber... Wenn ich raus, kauf uns beiden dann ein Haus. Und auch wenn du mir nicht glaubst, ist verzeih mir, wenn ich geh. Kriegst schon die Augen, Gucci Prada, dafür braucht man viel Geld. Also das liebe ich einfach so, ne? Wenn Raff dann reinkommt und dann einfach seine tiefe Stimme, diese schnelle, diese... Oh, geil. Die Familie und nicht nur mich selbst. So viel Paralyse auf dem Spielfeld. Zum Glück hab ich Rap. Bis ich arbeite von 8 bis 6. Kein Studium, wenn ich Architekt. So tätowiert, dass der Bank mich hält. Und so viel Anspruch an mich selbst. Oh Maria, Mariana. Bald sind wir so wie die anderen. Keine Monate auf. Oh. Geil. Geil, dass er. Das finde ich auch immer witzig. Oder was heißt witzig? Immer geil, wenn die auch so alte, andere Songs so. Die ansprechen oder darauf eingehen. Ich meine, oft höre ich das gar nicht raus, muss ich ja ehrlich sagen, aber hier, geil. Im Sprinter, keine Zockeruhrensöhne auf Finster, keine Models, die auf Dreh mit Schwanz fallen, echte Freunde bleiben nur eine Handvoll, singe, weil ich nicht weiß, wie ich sagen soll. Verzeih mir, wenn ich geh, ich weiß, es tut dir weh, muss tun, was ich zu tun hab, ich schreib dir von unterwegs. Verzeih mir, du wirst sehen, eines Tages bin ich raus, kauf uns beiden dann ein Haus, und auch wenn du mir nicht glaubst, please verzeih mir, wenn ich geh, ich weiß, es tut dir weh. Ich muss halt ehrlich sagen, ich meine, man merkt das, glaube ich, bei mir auch bei den anderen Reactions. Ich wünsche mir ein bisschen was Schnelleres. Das ist halt so die Sache. Man, so dieser Beat, der baut sich auf, die Melodie baut sich auf. So du hast, dass es jetzt gleich knallt und dann bleiben die so langsam in der Hook. Das finde ich so schade. Muss tun, was ich zu tun hab, ich schreib dir von unterwegs. Verzeih mir, du wirst sehen, eines Tages bin ich raus, kauf uns beiden dann ein Haus. Und auch wenn du mir nicht glaubst, please verzeih mir, wenn ich geh. Ich bin immer unterwegs, nur im Internet zu sehen. Hast doch Schein und Langeweile, kauf dir Kleider für die Schuhe. Mit dem Turbus und bin rein, dann ist das vorbei, hab dann Zeit. Alter, wie die Stimme einfach immer höher knallt, ne? Natürlich auch durch den Filter, aber also durch die Effekte auf der Stimme, aber Junge, wie hoch die hier knallt. Halleluja. So passt aber auch wirklich zu dieser Lyrics, wenn er High sagt und dann wirklich die Stimme höher geht. Das ist schon geil. Genau so. Warte, mir bis ich dir schreibe, weil ich hab zu tun den ganzen Tag, Mann. Mache das hier alles für uns beide, besser deine Lobutas bezahlen, ha. Deine Uhr und dein Arsch, von diesem Huren so nah. Sei mir zu, wenn ich dir sag, verzeih mir. Das hat mir richtig geil gefallen. Ich muss halt auch so ehrlich sagen, Bones, wenn er schneller wird, das hört sich unfassbar gut an.
Aber das hört sich gerade so geil an und dann geht es wieder in dieses Langsame. Das finde ich so schade, aber trotzdem hört sich so ja geil. Nicht mehr, ich weiß, es tut dir weh. Muss tun, was ich zu tun hab. Ich schreib dir von unterwegs. Verzeih mir, du wirst sehen. Eines Tages bin ich raus. Kopf uns beiden dann ein Aus. Und auch wenn du mir nicht glaubst, bist, verzeih mir, wenn ich geh. Ich weiß, es tut dir weh. Muss tun, was ich zu tun hab. Ich schreib dir von unterwegs. Verzeih mir, du wirst sehen. Eines Tages bin ich raus. Einfach, also Real Talk, das ist wieder ein geiler Song. Also muss man halt wirklich sagen, es ist wieder ein geiler Song. An manchen Stellen wieder richtig übertrieben geil. So Ruffs Part, Ruffs Part und Bones gerade am Ende so. Aber sonst halt wieder zu langsam. Aber man muss auch sagen, das gehört auch irgendwie zu PAP dazu. So dieses du hast schnelle Beats, du hast eine schnelle Melodie, aber die verlangsamen es mit ihrer Stimme. Das hinzukriegen ist, habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt, in dieser Album-Reaction sogar. Das hinzukriegen ist schon verdammt stark. Aber muss halt auch jedem gefallen, ne? Wie gesagt, da merkt man das, glaube ich, auch wieder so, dass Musikgeschmäcker einfach unterschiedlich sind. Die einen feiern es, ich bin zum Beispiel einer, der das nicht so extrem feiert, aber dadurch, dass sie so geile Stimmen haben, wie sie es am Ende trotzdem vom Sound verpacken, ist es trotzdem irgendwo geil. Aber es könnte halt geiler sein, so will ich das sagen. Aber trotzdem. Halleluja. Halleluja. Ey, das ist halt PAP, finde ich einfach. Du hast... Dieser Song beschreibt das richtig gut. Du hast so einen richtig geilen Anfang, dann diese Schnelligkeit, was ich gerade dachte. Hammer. Ja, das war der vorletzte Song. Bin gespannt auf die vorvorletzte Song. So. Sehen uns bei den letzten zwei. Ich hoffe, ihr seid dabei. Habt ihr Bock drauf? Sonst wünsche ich euch trotzdem einen wunderschönen Tag. Heute der schlechte Übergang, aber ist ja auch egal. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.